sprechen wieder auf. Heute ist Freitag, der 20. Mai. Wir wollen heute vom Passantenhafen Egerwall in Heeg nach Stavoren und wollen eigentlich nach Buten durch die Schleuse, durch den Johann-Friesow-Kanal an Warns vorbei und dann eben durch die Schleuse in Stavoren und fahren dann raus zur Yachthafen Liegeplatz dann in Stavoren. Buten, wenn das klappt. Sollte die Schleuse ganz voll sein und das Wetter schlechter werden, können wir auch in Buten das lassen und gehen in Stavoren Binnen rein. Aber wir wollen eigentlich nach draußen, dann ist der Weg in die Stadt in Stavoren nicht so weit, denn das ist doch schon ein ganz schöner Fußpass. Wir verlassen Heeg. Zwei ist an Steuer. Wir fahren immer noch am Fahrwasser im Johann-Friesow-Kanal Richtung Stavoren. Das erste Mal, wo es mal gewartet werden müsste, kann sein vor der Gemeindebrücke in Warns. Da dauert es immer was länger. Mal schauen, wie wir durchkommen. Es sind viele mit uns unterwegs. Ich vermute, dass die alle durch die Schleuse in Stavoren wollen. Was ist denn da so interessiert mit dem Plotter? Du siehst da Tonnen draußen. Ich bin auf Tonnen, ja. Die sieht man draußen besser als auf der Karte. Hä? Die sieht man draußen besser als auf der Karte. Leinenfest in Stavoren, Butenhafen. Wir sind wunderbar durch die Warnzer Brücke gegangen, ohne lange Wartezeit. Wir sind wunderbar durch die Schleuse in Stavoren gegangen, auch keine große Wartezeit. Jetzt liegen wir hier in Stavoren draußen im Butenhafen, wie gesagt. Es regnet schon. Wir hatten rechtzeitig hier angelegt, um 13.35 Uhr waren Leinenfest schon. Haben die Kuchenbude aufgebaut, gerade waren wir fertig, fing der Ring an. Jetzt haben wir beschlossen, hier bis Sonntag abzuwettern, denn das Wetter wird nicht weniger jetzt in den Regen, der bleibt so wie er ist. Und am Sonntag werden wir morgens wieder weiterfahren, da hat sich das Wetter wieder beruhigt. Und dann fahren wir rüber nach Hindelogen und dann müssen wir einen kleinen Urlaub machen. Der Hund ist auch schon angekommen, das ist gemütlich gemacht, war mal eben draußen. Weil die Boote wird für ihn draußen. Und jetzt schläft er wieder seinen Gedächtnisschlaf und freut sich auf den Weg. Ja, nun ist es 15:15 Uhr, 15:15 Uhr. Der Regen ist nicht weniger geworden, nein, eher mehr. Aber das macht nichts, wir sind ja da. Hafen ist gebucht, damit ist erstmal die Zeit hier gerettet. Jetzt wettern wir den ganzen Quatsch hier ab. Warten wir wieder auf.